Erstmal ein kräftiges Doppel-Like an die Erwachten von der Justiz, an die Erwachten von der Polizei. Doppel-Like. An die anderen, die noch schlafen. Naja, was willst du machen? Wenn die alles machen, was sie gesagt bekommen und keinen Widerspruch einlegen. Die haben das Recht, einen Widerspruch einzulegen, wenn sie der Meinung sind, es ist Unrecht, den Befehl, den sie gekriegt haben. Remonstrationsrecht heißt das übrigens. Das hat jeder Richter, jeder Staatsanwalt und auch jeder Polizist, jeder Kriminalhauptkommissar. Remonstrationsrecht. Nein zu sagen, ist auch das Recht eines jeden. Es freut mich, dass Sie aufgewacht sind und mal an die Clans rangehen. Dann an die Antifas. Ja, und dann müssen wir eben den ganzen Rest noch erledigen. Die den Kindern hier den Maulkorb geben. Uns auch, ne, den Maulkorb. In den Medien. Ja, da müssen wir die entfernen. Was willst du denn sonst mit denen machen? Lügen, Hetze und Propaganda verbreiten ist verboten, auch im besetzten Kriegsgebiet. Ne, was ja Deutschland immer noch ist. Die ganze Welt ist eigentlich besetztes Kriegsgebiet. Die ganze Welt. Wir sind nicht frei, wir leben hier nicht in irgendeiner Demokratie oder einfacher was zu sagen hat. Wir haben nur die Kriminellen was zu sagen. Ne, die kriminellen Parteien. Die haben sich ja die Macht an sich gerissen mit Mord und Völkermord, diese Parteien. Ne, seit der Weimarer Republik. Zurück heißt es? Puh. Ne, wisst ihr, was Puh heißt? Puh. Puh. Jetzt habe ich mich erschreckt. Blick. Was der Blick ist, wisst ihr auch, ne? Das ist der Blick. Zurückschauen mit dem Puh-Blick heißt Republik. Was haben sie gemacht? Eine Re, also zurück, Evolution. Evolution heißt angeblich vorwärts. Naja gut, können wir später mal darüber reden. Evolution gibt es ja eh nicht. Also, die, die erwacht sind und auch aktiv was dagegen unternehmen, super, 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 super gut. Ich bedanke mich bei denen.